Herzlich willkommen zum nächsten Video-Podcast unserer Gin-Story. Heute mal in etwas anderer Konstellation, deswegen auch etwas verspätet das Video. Wir haben nicht so richtig einen Termin gefunden, wo wir uns mal wieder zusammenhocken können. Da haben wir jetzt kurzfristig entschieden. Wir machen es mal auf die etwas modernere Art und Weise. Jeder setzt sich mal kurz zu Hause hin, streamen das ganze Ding quasi in einem Konferenz. Call und versuchen das mal auf diesem Wege, damit es überhaupt irgendwie weitergeht. Das soll auch heute ein kleines Update-Video werden, wo wir einfach mal ein bisschen erzählen, was wir noch gemacht haben und was wir als nächstes vorhaben. Vielleicht mal so ein bisschen Grundsätzliches, wie haben wir bisher so recherchiert? Also ich erzähle mal so einfach so ein paar Sachen von meiner Seite. Ich glaube, Dietmar, du hast da noch ein paar andere Wege gewählt, die kannst du wahrscheinlich auch noch mal eben ein bisschen ausschmücken. Ja, mache ich. Also der Klassiker ist ja, einfach eine Google-Recherche zu machen. Google auf und dann mal nach Delibö, Gin-Historie und so weiter zu suchen. Das waren jetzt unsere ersten Schritte. Da kommt man dann relativ schnell auf irgendwelche Webseiten, die einem erzählen, ach, das ist so und so und so gelaufen, das ist so gelaufen, die eine hat eine Quelle, die andere hat keine Quelle, viele haben die Quelle Wikipedia. Das führt aber dann auch nicht großartig zu irgendwas Weiterem. Der nächste sinnvolle Schritt ist ja dann Google Books. Netterweise ist Google hingegangen, hat sehr viele Bücher, auch alte Bücher, eingescannt und auch alte Bücher in entsprechend alter Schrift, in Lateinisch, Deutsch, je nachdem. Und man fängt dann an, in den Sachen zu recherchieren. Das ist so der Stand, weil ich so quasi auch zuletzt gewesen bin, dass da eigentlich ging es nicht so richtig voran. Man hat halt versucht, das eine oder andere weiterzufinden. Ich glaube, du bist da noch mal ein paar Schritte weitergegangen und hast dich dann auch noch mal Richtung Bibliotheken und Universitäten ausgetobt, ne? Genau, also einmal war das genau wie du, ne, Google Books mir angeschaut mit einem wichtigen Hinweis, dass wenn du Bücher aus dem 16. Jahrhundert hast, dann ist die OCR-Schrifterkennungsrate wohl doch nicht so groß, sodass man, wenn du zum Beispiel nach Wacholder, nach Juniper oder so weiter suchst, gibt es immer wieder Quellen in dem Buch, die du nicht findest per OCR. Ne? Also Google hat ja eigentlich alles so weit indiziert, dass da eigentlich nichts passieren dürfte. Aber du findest es dann am besten, indem du dann halt über Inhaltsverzeichnisse trotzdem nochmal reingehst. Also eigentlich musst du das Buch online durchschauen. Und dann bin ich dann auch rübergegangen zu den Bibliotheken, zur Universitätsbibliothek Leiden, zur Bibliothek des Staates, was ist das? Ich glaube, Mecklenburg-Vorpommern, die haben einiges dazu niedergeschrieben. In der Staatsbibliothek von Bayern ist einiges drin und musste dir halt diese Bücher dann halt online alle anschauen, meistens als PDF irgendwie runterladen, dich akkreditieren, dann bist du da drin und dann blätterst du und dann findest du das auch nicht immer. Ne? Wir hatten das letzte Mal schon mal gesagt, das einfach nur nach UNIP zu suchen oder Juniper ist halt nicht so einfach. Und letztendlich gibt es auch immer wieder Verweise auf Bücher, die nicht so klar zu datieren sind. Das heißt, es gibt Bücher, die sind veröffentlicht worden zu einem Datum und dann nochmal 40 Jahre später. Und dann hat jemand das nur überarbeitet und hat dann irgendwie nochmal einen Anhang dran gemacht und hat es unter seinem Namen veröffentlicht. Und auch da drauf bin ich gestoßen. Ich habe beim letzten Mal schon gesagt, ich habe mir so die Geschichte angeschaut, wie sie auf ganz vielen Internetseiten steht. Und da werden immer wieder Quellen genannt mit Büchern und den Buchtitel findest du dann unter einem anderen Datum nochmal. Und irgendwie ist es nicht immer ganz klar, weil dann auch der Buchdeckel mal eingescannt ist, mal nicht. Und ist total kompliziert. Also die Idee, die jetzt gerade noch so im Raum steht, ist einfach mal dahin zu fahren, wo diese Bücher sind. Und die meisten Bücher gibt es in der Universitätsbibliothek in Leiden. Deswegen die Idee, da mal vielleicht vorbeizuschauen. Die ist aber nicht für alle geöffnet. Es gibt da noch so ein Archiv. Da habe ich mich jetzt mal akkreditieren lassen. Mal gucken, ob ich da reinkomme. Das wäre jetzt so der nächste Schritt, einfach mal die Sachen in die Hand zu nehmen. Es ist jetzt auch so ein bisschen, dann geht das Ganze jetzt, nimmt das ganz langsam in eine andere Richtung auf Fahrt auf, ne? Also vorher war es ja noch einfach so eine eher einfachere Recherche. Man schaut mal hier, man schaut mal da und alles noch so ein bisschen von zu Hause aus machbar.
Aber wir haben ja gesehen, das stößt irgendwie an Grenzen. Und da ist jetzt so der Versuch dann zu sagen, hey, wir fahren da mal irgendwie hin und schauen mal, was es denn da eigentlich vor Ort an Informationen, Büchern und Details noch geben kann. Weil wir sind jetzt auch nicht so wahnsinnig weit weg. Also es ist halt überschaubar. Man muss nicht um die halbe Welt reisen. Und deshalb macht es halt einfach Sinn, vielleicht dann einfach mal hinzufahren und zu gucken, wie das Ganze da vor Ort aussieht. Ob es dann einfach noch mehr Informationen gibt auch. Ich habe bald eine Woche Urlaub und kann das sozusagen am Ende der Woche da mal ein bisschen hinten ranhängen und leiden. Da geht es drum. Da ist ja auch die Universität, an der der ein oder andere, der es erfunden haben könnte oder sollte, auch gelehrt hat. Also wenn es die Bücher gibt, von denen alle reden, dann wird es die dort geben. So, das ist die Vermutung, die jetzt erstmal da ist. Und man kann auch da online recherchieren und schauen, was wo in welchem Archiv ist. Und ja, ich habe ein paar Bücher auf jeden Fall schon mal vorbestellt. Ich warte jetzt eigentlich nur noch darauf, dass man mir sagt, jo, kannst du kommen und wir zeigen dir die Bücher. Und gleichzeitig gibt es dort auch direkt um die Ecke sozusagen auch ein, zwei Gin-Museen. Und wo, wenn nicht in einem Gin-Museum, soll denn die Geschichte des Gins zu finden sein? So, das ist jetzt so erstmal die Vermutung, ne? Die einfachste Vermutung, wahrscheinlich auch das naheliegendste, einfach da mal nachzuschauen und zu gucken. Also man aber auf den Internetseiten gibt es da keine Infos. Ne? Also da steht drin, wo kommt der Gin her? Da wird so ein bisschen drumherum palabert. Da steht nicht drin, 1652 um 1454 hat XY den Gin erfunden. So, da steht nirgendwo. Ja, sondern gut, vielleicht wollen die ja auch, dass man da vorbeifährt. Ne? Die haben ja auch vielleicht ein bisschen Interesse, dass da Besucher hinkommen. Ja, gut. Kann ja auch sein. Also das würdest du mich jetzt erklären, ne? Ja, wir haben jetzt einen Besucher gewonnen und ich schaue mir das auf jeden Fall an da, weil ja, wenn man schon mal da ist, macht es, glaube ich, Sinn, sich das alles mal einfach mal anzuschauen. Ja, definitiv. Also ich glaube, ich hoffe auch, dass man da dann mit dem, was man da vor Ort dann irgendwie sehen bekommt, was man dann Informationen bekommt, dann irgendwie sozusagen mal ein paar Schritte nach vorne macht, weil momentan ist es so, dreht sich gerade ein bisschen im Kreis. Man weiß nicht so recht, wem man glauben kann, was man glauben kann. Und so das durchschlagende Finding ist bisher noch ausgeblieben. Genau, das sozusagen gerade der Status. Es hat sich einfach alles ein bisschen hingezogen. So. Und ich glaube, der nächste große Schritt, wir werden online nicht viel weiterkommen. Wenn, dann wäre es ein Zufallsfund. Ne? Also es haben sich noch ein paar mehr lose Fäden aufgetan. Also nichts ist entworren worden. Es sind einfach noch mehr Leute dazugekommen. Ne? Ja. Wir haben ja sogar schon einen Namensvetter von dir gefunden, der eventuell auch als Erfinder gelten könnte. Ne? Ja, genau. Was war das? Philippus Hermanni. Ne? Genau. Hat sich dann aber auch herausgestellt, dass er irgendwas damit zu tun hatte, ist aber auch nicht wahr. Aber tja, also wir sind da dran und wir werden euch, ich denke mal, auf dem Laufenden halten. Genau, also nächster Schritt wäre jetzt hinfahren, schauen, hoffentlich ein paar coole Videos, Informationen im Prinzip vor Ort produzieren, um das Ganze dann auch online stellen zu können und dann auch Podcasts darüber zu machen und zu gucken, was es da dann an neuen Informationen direkt vor Ort zu gewinnen gibt, die man dann sozusagen nochmal wieder mit der Community, mit der Masse teilen kann. Genau, ja, also nach ganz viel jetzt wir suchen, wir finden nichts, kommt hoffentlich jetzt bald mal irgendwas. Hey, wir haben was Wirkliches gefunden. Ja, wäre auf jeden Fall ganz cool. Ja, dann sind wir durch für heute, ne? Genau, diesmal nur ein kurzes, kleines Update mit dem Teaser auf hoffentlich jetzt interessantere Dinge, die da kommen. Das ist geplant. Wahrscheinlich auch ein paar mehr Inhalte dann. Und dann war es das für heute. Und dann schon mal vielen Dank fürs Zusehen, Zuhören. Genau. Abonnieren nicht vergessen und bis demnächst. Tschüss. Ciao.